eine Absaugung bauen für meine Elektromaschinen. Das heißt, einmal hier für diese Tischfräse, dann für meine Handkreissäge und für meinen Hobel. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, da meine Garagenwerkstatt ziemlich klein ist, sie ist also nicht gerade die größte. Und wenn ich eine Maschine hier anmache, dann ist immer alles direkt zugestaubt und das ist ja auch nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Deswegen habe ich mir überlegt, ich baue mir jetzt eine Absauganlage. Aus dem einfachen Grund, wie ihr nämlich jetzt hier sehen werdet, ich werde euch das jetzt mal zeigen. Das wird nämlich eins meiner Projekte, was ich jetzt demnächst hier bauen möchte. Und zwar ein neuer Wohnzimmertisch aus Echtholz, aus Fichte. Und den muss ich mir also noch planfräsen und schneiden. Und das wird also unheimlich Sauerei geben und das möchte ich ungern dann machen, wenn hier die ganze Garage dann so zustaubt und ich dann quasi keine Luft mehr kriege. Deswegen, wie gesagt, möchte ich mir jetzt eine Absaugung bauen und die wird also auch ganz schlicht und einfach. Dazu habe ich mir einen Staubsauger gekauft. Den Staubsauger werde ich dann mittels Zyklon verbinden und mir eine Kiste drumherum bauen, wo dann der ganze Spänedreck reinfallen wird. Und wie ich das mache, das habe ich mir natürlich auf YouTube angeguckt. Da habe ich mir verschiedene Möglichkeiten, die man hat, angeschaut. Und stehen geblieben bin ich bei einer Absaugung von Basteltown von Daniel. Und die fand ich richtig gut, günstig. Und die möchte ich gerne nachbauen. Und wie das geht, das seht ihr in diesem Video, was mit Sicherheit auch ein Mehrteiler wird. Viel Spaß dabei! So, dann habe ich hier meine Platte. Daraus werde ich mir jetzt erstmal den Korpus bauen. Das heißt, ich brauche also eine ungefähre Höhe von 1,10 Meter. Die brauche ich zweimal. Dann eine Tiefe von 60 cm, die brauche ich dann auch zweimal. Dann das Ganze soll dann so circa 1,10 Meter lang werden. Ob ich das jetzt alles hier rausfliege, bezweifle ich, aber ich habe ja noch ein bisschen was und dann gucken wir mal, wie wir das machen. Irgendwie kriegen wir das schon. So. Wir haben 6. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich jetzt hier raus erstmal die Seitenteile mache, also rechts und links. Die werden insgesamt jetzt 60 mal 1,10 Meter. Das heißt, ich zeichne mir da 60 an, dann zeichne mir hier 60 an. Einmal. Und dann einmal nochmal hier. So, das ist dann meine Breite. Die verbinde ich jetzt. Dazu nehme ich mir eine gerade Latte. Hier zum Beispiel und zeichne mir einen Strich. Diese werde ich jetzt erstmal absägen. Ja, dadurch, dass ich also keine Tischkreissäge habe, sondern nur eine Handkreissäge, ist das also ein bisschen schwieriger jetzt passend zu schneiden. Aber ich werde das jetzt mit der Handkreissäge, ich habe mir das jetzt angezeichnet und werde das jetzt versuchen, mit der Handkreissäge so einigermaßen gerade zu schneiden.
Dazu brauche ich aber noch die Entstärkung. So, das waren die beiden Teile. Gucken wir mal. Ja, nicht ganz, aber das kriegen wir hin. So, da haben wir schon mal zwei Teile fertig. So, die Bodenplatte haben wir jetzt geschnitten, die haben wir hier und darunter möchte ich gerne noch einen Fuß bauen, damit die Platte nicht direkt auf der Erde steht und den habe ich mir jetzt hier angezeichnet. Das übernehme ich jetzt und da baue ich dann jetzt einen Rahmen drumherum, wo dann nachher die Bodenplatte und das ganze Gerüst drauf steht. Ja, so passiert das schon mal in der Hektik, da versucht man was zeigen und dann vergisst man einfach mal die Kamera anzumachen. Ich habe jetzt also den Balken gestellt, habe dann Holzbein drauf getan und jetzt werden wir es noch verstauben. Dazu brauche ich meine Akkuschrauber. Setzen einfach im Auge. Das ist nicht ganz so wichtig. Das
soll nur noch Unterstützung zum Holzleim sein, dass es zusammenbleibt. So, dann die eine Seite. Sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ja, wenn euch das Projekt hier gefällt, dürft ihr das natürlich gerne auch mal meine anderen Videos angucken, liken, kommentieren, würde mich sehr freuen und auch das eine oder andere Abo dazulassen. Ich bin jetzt gerade erst am Anfang und ich hoffe natürlich, dass ich euch viel Unterhaltung bieten kann oder auch das eine oder andere zeigen kann. Ja, wie gesagt, also über ein Abo eurerseits würde ich mich natürlich riesig freuen. So, jetzt verleihen wir die andere Füße. Dazu habe ich hier Holzleim von Sudal, den Pro45P. Der ist wie Bauschaum, der dehnt sich nachher aus. Ist super, ich habe schon viele Projekte damit gemacht. Und den benutze ich einfach jetzt mal. Der klebt relativ schnell und vor allem feste. Aber ich glaube, der ist weitestgehend schon leer. Aber wir holen das letzte noch hier raus. Okay, da gebe ich nichts mehr raus. Dann disponieren wir um. Dann nehmen wir halt den gängigen Konal Express. Ja, also beide Leime nehme ich eigentlich relativ gerne, den Konal Express, weil man kann eigentlich schnell dann wieder weiterarbeiten. Und den anderen nehme ich auch, weil der hält wirklich richtig feste. Ja, und klebt natürlich auch sehr schnell. Schrauben wir wieder fest, damit es ja nicht so kalt wird. Und einmal diese Seite.
So, das war das Grundgerüst. Da ist die Fußplatte. Wie gesagt, ich habe jetzt die Füße dran gemacht, damit er nicht direkt auf dem Boden steht. Ja, und jetzt können wir die Seitenteile dran machen. Die haben wir ja eben schon mal geschnitten. So, damit die Seitenwand natürlich hinterher noch Stabilität hat, weil die ja hier oben drauf kommt, nicht vorne vor, sondern oben drauf, mache ich jetzt noch eine Latte da rein, wo die nachher gegengesetzt wird und festgeschraubt wird. Das machen wir jetzt. Muss ich ja erstmal, die will ich ja dübeln. Das habe ich da genau, natürlich sehr gut gemacht. Ich genau da jetzt die Schraube drin habe. Naja. Ah, ich bräuchte mir jetzt zwei Löcher. Ach ja, muss ich nur so sehr, dass ich an dieser Schraube vorbeikomme und trotzdem noch in den Balken rein. Das heißt, müsste da. So passt. Normalerweise hobel ich die Latten auch, aber das sind nachher Sachen, die siehst du nicht und das ist nachher zugebaut. Von daher mache ich mir die Arbeit jetzt gar nicht. Sondern mache das jetzt halt dann so fest. Dazu nehme ich mir jetzt meine Pixnadel. Ich weiß gar nicht, wirklich heißen. Dazu habe ich diese Reißstifte, die stecke ich jetzt hier rein in die vorgebohrten Löcher. So, eins. Und zwei, weil es zu kalt ist, hat es schon wieder ab. So, dann setze ich mir die hier an, genau an meine Linie. Und dann drücke ich einmal drauf. Und dann habe ich mir jetzt die Löcher markiert, die ich jetzt für die Dübel auch hier reinbohren kann. So, dann die Stifte wieder entfernen, wenn ich die rauskriege. Eins, zwei, ausleiten, damit das Ganze auch wirklich fest wird. Gut mit Holzleim einstreichen. Löcher rein. Deckel wieder drauf, wenn er hart geht. Dübel. Runter. Eins und zwei. Dübel rein. Setzen die hier an. Perfekt. Wie das passt. Das passt super. Aber vorher machen wir natürlich noch
bisschen Stabilität hier rein. Hier wieder Holzbein dran, wie das feste bleibt. So. Schrauben. Ich würde sagen, dann nehmen wir die. Könnte das schon passen. Dann müsste ich die nachher abflexen. Pizza to go, Coffee to go und jetzt neu Bögenführer und Holz to go bei Holzlandbäcker. Bestellen Sie eine Privatperson doch einfach per Telefon oder überlegt, weil lassen Sie uns gemeinsam nach vorne schauen. Für jeden Einkauf bis zum 14.02. schenken wir Ihnen einen 10% Coupon. Bleibt stehen. Bleibt stehen. Für stehen bleiben. Die sind da nicht so lang. Manchmal glaube ich wirklich, dass sie. Schau, dann müssen wir die nehmen. Dann nehmen wir die einfach. Flexen wir die nachher ab. Und bauen das Ganze etwas fest. Machen wir aber nachher weg.
Den werde ich jetzt darauf verschrauben und verleiben. Dann kommen hier noch die zwei Querlappen rein, wegen der Stabilität. Ja, was machen wir jetzt? Patricia Schmidt aus Neuhof in Osthessen. Hast du deinen Gutschein? Wäre schon cool, oder? Das wäre fertig. Und wie würdest du das machen? Ja, ich würde mir was anderes Hübsches aussuchen. Okay, sehr schön. Das ist doch aber auch gut, oder? Wenn man sagen kann, ich möchte einfach für mich da was Tolles auswählen. Richtig, das wäre mal schön. Stefan Sell aus Kirchheim hat was dagegen. Ja. Stefan? Ja, ich würde auch gerne gewinnen. Also da hatte ich mit den Nerven dann. Deine Frau, ja. Hast du da schon irgendeine Idee? Braucht sie eine Diamantkette oder sagt Stefan, so ein paar tolle, schöne, glitzernde Ohrringe wären schön? Also bei mir wäre es nur, dass ich hier freie Wahl lassen würde. Ja. Ihr beiden, wir spielen Kopfhörer-Karaoke. Mein Kollege hat einen eigentlich super bekannten Song nachgesungen. Ich entschuldige mich schon jetzt für die Qualität. Aber ich bin sicher, ihr wisst, wer der Sänger oder der Song ist. Okay? Okay. Dann geht's los jetzt, ihr beiden. Das Finale. Alexander Schulz und das sind exakt 20 Buchstaben.